So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Walking Ronny. Wo wir eine längere Strecke zurücklegen. Ja. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Sah gerade so komisch aus. Falsche Richtung. Ja, die Strecke, die wir hier zurücklegen werden, dagegen ist ja ATS und ETS 2 ein Witz. Wisst ihr, von wegen 5000 Meilen von da nach da? Tschö. 5000 Meilen ist für uns der Aufwärmmarsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe echt Angst, wie lange das hier... Alter, ist das eine Spitze, Alter. Also ich weiß, es ist ja hier alles geschaffen von Mutter Natur, aber die Dame hatte bei dem Ding garantiert viel Spaß. Entschuldigung. Es tut mir so leid. So, es wird dann langsam wieder dunkel. Das heißt, wir können mal hier... Es pisst! Ja, da wird die Dame direkt feucht. Gut, Bett hier, danke. Und dann... Let's go. Vor allem die Sache ist ja, wenn ich jetzt irgendwo sterben sollte, warum auch immer, dadurch, dass ja der Wiederherstellungspunkt gesetzt wurde bei jedem Pen und ich aber das Bett immer wieder abbaue, heißt es doch, das war doch glaube ich so, dass ich dann quasi gar keinen Wiederherstellungspunkt habe, weil es ja mit dem Abbauen des Bettes zurückgesetzt wird und ich damit dann sowieso automatisch am Spawnpoint lande, ne? Das heißt, wenn wir irgendwo... Also wenn wir uns verirren sollten, klar, dann müssen wir mit dem Kompass zurücklaufen. Aber wenn ich sterbe und aufgrund dessen gar keinen Kompass mehr haben sollte, dann müssten wir uns erst gar keinen bauen, weil wir sind ja bereits wieder am Spawnpoint. Also hier am Nullpunkt. Das Einzige, was halt sein kann, weiß ich halt nicht, wenn man am Nullmeridian spawnt, wo man halt tot gegangen ist, dann spawnt man ja nicht direkt bei 0-0, sondern man spawnt in der Gegend. Das heißt, wenn wir jetzt so ungünstig spawnen, dass wir die Dinge dann nicht finden, oh, was ist hier los? Dann könnte man sich natürlich trotzdem erstmal ein bisschen rumirren. Das heißt, wenn wir uns ja wirklich so sehr verlaufen, dass alle Hoffnung verloren sind, dann können wir uns natürlich trotzdem noch einen Kompass bauen, aber... Wir sollten eigentlich in jeder Situation jetzt safe sein, oder? So meine Idee. So, da hinten wird es wieder brauner. Oder da ist ja noch so ein Ding, was in der Luft hängt. Wie geil ist das denn? Aber irgendwas fehlt doch hier gerade. Was war denn hier? Ach nee, genau, das Bett war da. Und da war Fleisch, deswegen hat das Bett sich dahin gedingstert. So. Kommen wir darauf oder müssen wir uns wieder hochbaggern? Weil hier sind keine Dschungelbäume in der Nähe. Ich meine, ein paar Leaves haben wir noch. Ein paar Ranken. Na, sieht schlecht aus. Ich würde mich jetzt ungern da wieder hochbaggern. Ja, wir buddeln uns einfach da schräg hoch, ganz ehrlich. Drauf geschieselt. So. Hat der gut funktioniert? Was macht ein Enderman da? Ah, hier ist wieder eine Kiste. Sehr schön. Oh, und diesmal auch brauchbarer Stuff. Sehr geil. Aha. Goldstiefel Projektil Protection. Ja, klingt zwar schön, aber ne? Da verlieren wir unsere Federleichtigkeit. Von daher werde ich die wahrscheinlich zwar mitnehmen, aber werde die bei uns einfach in die Kiste schmeißen und gut ist. So, was ist das hier? Haltbarkeit und Fire Protection. Ich glaube, mir ist Fire Protection wichtiger als Projektil Protection, weil Projektil Protection haben wir bereits hier durch. Die wird zwar dadurch dann natürlich stärker, insgesamt, aber ich glaube mal, Projektil Protection 4 reicht mir eigentlich aus, wenn ich dafür Fire Protection habe. Weil ich glaube mal, Feuer wird uns wahrscheinlich eher den Sitz, den Stuhl unter dem Sitz, was? Den Sitz unter dem Arsch
wegreißen, Kriegsgedöns, ihr wisst, was ich meine. Weil, ne, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man in Lava fällt. Und da schützt uns Fire Protection eher vor. Das Einzige, wogegen Projektil Protection hilft, ist halt, wenn wir von irgendeinem Skelett weggesnipert werden. Aber ganz ehrlich, die Viecher sind so schwach. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Sagte er und starb 5 Sekunden später. So. Wir sind noch da. Das wird ein harter und tiefer Fallus. Da sieht man immer noch die Lava. Wie gehen wir jetzt hier am besten runter? Komm, ganz ehrlich, da hinten. Der kleine Umweg, keine Schaden. So, let's go. Ey, was ist das für eine Farbe? Ist das braun? Das soll braun sein? Ja, doch, ist braun. Okay. Bip, bip, bip. So, let's go. So, wir müssen jetzt wieder in die Richtung hier, damit wir wieder gerade laufen. Ich bin ja gespannt, ob wir hier in die Richtung überhaupt auch mal irgendwann mal auf eine Wüste kommen. So lang kann der Weg doch gar nicht sein. Meine Damen und Herren. Da kommt ein großer Berg. Was ist hier? Irgendwas Cooles, irgendwas Spannendes? Lava? Nö. Komplett langweilig. Oh, aha. Digga, die letzten, wow. Die letzten drei, die wir gefunden haben, waren alle so oberirdisch. Also so, dass man da immer ein Stück gesehen hat. Und damit haben wir wieder Gold. Aber das scheint nicht die gleiche gebildet zu sein. Ne? Ich dachte quasi, dass das gleiche ist wie das, halt nur ein bisschen schmaler, dass quasi die Breite von dem halt zufällig generiert wird. Aber die Architektur des Ganzen ist auch etwas anders. Ja, wobei eigentlich, nee, so. Doch, ist eigentlich doch relativ gleich. Einzig ist halt, dass hier Gold ist, aber kann sein, dass das auch, dass, ne, dass, wenn das halt zu schmal wird, diese Goldbreite quasi weniger als 1 ist und dementsprechend einfach gar nicht entsteht, so wie da hinten. Kann also sogar sein, dass das doch das gleiche Modell ist. Nur halt anders skaliert. Oh. Rückschlag, Schrecken der Glied. Was? Schrecken der Gliederfüßler. Aber das habt ihr euch doch ausgedacht. Haltbarkeit 2. Ah, okay. Ich meine, das klingt geil, keine Frage. Wir brauchen mal einen Rucksack. Das nächste, was ich an meinem kleinen Myklon 5 vermisse. Backpacks. Schrecken der Gliederfüßler. What the fuck? Nee, wo waren das da? Kann man sich sowas hier auch anzeigen? Nee, halt. Kann man sich sowas auch, Mann. Kann man sich auch sowas hier anzeigen lassen? Werkzeuge, sonstige Gegenstände fortgeschritten ist. Mac-Modi, Privilegien, Server, wie viele Konsolen, Kreativmodus, Koordinaten, Einstellungen, Online-Hilfe. Nee. Matrix. Ja. Kategorienliste, da. Grundlage. Dann kann ich doch angehen, dann nehmen wir Tauschnummer, Strang, Fahrzeug, Waffen, Obo. Bedingung, Kochmesser, Tier. Wo ist denn dieses dreckige Enchantment? Werkzeug und Waffen. Hand, Extrank, Schaufel, Schiebe, Diamanten, Schwertstein, Nachschlage, Werkzeug, Bogen. Gibt hier kein Enchantment? Gibt hier keine Hilfe über Enchantment? Das ist doch traurig, Alter. Und hier über sowas gibt es keins, ne? Schrecken der Gliederfüßler. Was soll das heißen? Was ist das? Was ist los mit euch, Amanda Kolm? So, wir bauen auf jeden Fall mal oben mal das ganze Gold ab. Einfach, weil ich geil drauf bin. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Haben wir was zum Hubraum da? Ja, 34 Erde. Sollte reichen. Ganz ehrlich. Auf die drei Dinger geschissen. So. Weg damit.
So, haben wir bereits Gold? Nö. Gut, dann bleibt's auch so. Und jetzt, wenn wir einfach sterben, wenn wir runterfallen. Ach, let's go. So, dann ist wieder was Spannendes. Da sehe ich auch diesmal wieder eine Kiste. Da ist ja gleich. Aber was ist denn hier los? Drei auf einem Fleck? Das ist doch gescheatet. Ja, willkommen zu einem 100% legiten Speedrun. Diese 200 Dinger hier, die sind völlig natürlich gespawnt. Aua. Hab ich dir getan? Ich dachte, die Dinger tun weh. Tun sie nicht? Egal. So, wow. Alter, okay, wir müssen direkt wieder... Ja, nee. Das ist... Ach du Scheiße. Okay, wir können die Aktion an der Stelle direkt abbrechen und dann wird das einfach zu voll. Oh, was ist das hier? Protection 4? Protection vor was denn bitte? Oh mein Gott, Haltback. Nee, okay, das ist egal. Glück. Was heißt denn Glück? Also ich weiß, also gut, kann man natürlich auch bei Holz machen, weil ich weiß, dass Glück bei einer Spitzhacke, da ist Glück, Glaube. Mein Glaube. Glaube, dass wenn man jetzt zum Beispiel Diamanten abbaut, man eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass man zwei Diamanten bekommt, statt ein. Aber bei mit einer Axt, da baust du ja eh nur Holz ab. Da kann man jetzt natürlich auch machen, dass du einfach von dem Holz einfach ab und zu mal zwei bekommst. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bringt, ganz ehrlich. Feuerstein, Protect, ja, die Sachen können alle hier bleiben. Die interessieren mich schon scheiß. Vor allem, weil da hinten auch noch eine Kiste ist. Ja, doch, da hinten ist auch noch eine Kiste. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Halt. Dafür ist immer Platz. Ich meine, zur Not, wie gesagt, kann ich auch noch diese 19 Millionen wegschmeißen. Oh mein Gott. Sorgfalt? Die Gott hat für Begriffe, Alter. Die Hälfte davon haben sich doch selbst ausgedacht, oder? 17. Ist wieder genau einer zu wenig. Letztes hatte ich zwei zu viele, aber die habe ich aus Platzgründen weggeworfen. Als ehrlich, Stahl ist mir sowieso gerade völlig egal. Effizient. Oh, das kann man nehmen. Sorgfalt, was heißt das? Was das, Amonokoim? Ganz ehrlich, ich lass mal. Ja, das hat halt. Dazu kamen wir überhaupt nicht. Ich lass euch mal hier und nehmt dich dafür mit. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal raus, was wofür das ist. So, okay, okay. Weißt du was? Oh. Wow. Sein Kopf gerade, Alter. Der ist doch gerade innerlich an Genickbruch gestorben. Okay, komm. Load me. Ja, ich mach mal, oh mein Gott. Das wäre das Tollste auf der Welt. So, ich werde mal hier screen. I'm screaming. So, jetzt mal ganz kurz hier Butter bei die Fische. Halt, stopp, ich möchte dich nach. Kann ich ja einfach hier so. Weitere Aktion, Vollbild, raus. So. Du kommst nach da. Du kommst eigentlich, kannst du mal weg hier. Ah, nee, nicht schließen, sonst ist mein Test weg. Du kommst nach da. Eigentlich kann ich die Kameras deaktivieren, macht keinen Sinn, ne? Das war falsch. Oh mein Gott. Nee. Ja, so vielleicht, damit man hier ein bisschen mehr sieht, wenn ich gleich das Fenster aufmache. Google. So. Mein Test. Nee. Mein Craft. Enchantments. So, kann ich. Bup und wumm. Okay, Enchanting. So, jetzt ist the question of all questions of all. Wow. Das
Das hier sieht ja ganz schön zusammengefickt aus. Okay, wir haben. Oh, so klein auf einmal alles hier. Ausbessern. Ausbessern. Ja, für Ausbessern gibt es im Englischen viele Wörter. Was kann ich hiermit meinen? Equipped Enchantment Mark. Summary of Enchantments. Aqua. Bluff Protection, Channeling, Shaving, of Binding. Geht das hier nicht in Deutsch? Deutsch. So, ist das jetzt hier nur eine Übersetzung von Google oder echtes Deutsch? Ja, scheint echtes Deutsch zu sein. Weil das werden dann wahrscheinlich auch die Begriffe sein, die hier genutzt haben. Deswegen will ich gleich direkt die deutschen Begriffe haben. So, genau, Effizienz ist ganz klar, erhöht die Abbaugeschwindigkeiten, kennen wir. Entladung, Explosion, Federfall, Feuerschutz, Fluch. Oh, also, Moment, ist es hier Deutsch oder Englisch? Doch, es ist Deutsch, genau. Als allererstes, warte mal kurz, wir können ja direkt F3 machen. Ausbess gibt's gar nicht. Ah, geil. Das klingt schon mal scheiße. Haltbarkeit, was hatten wir noch? Sorgfalt. Sorg gibt's auch nicht. Ach Leute, was ist denn hier los mit euch? Feuerschutz, Flamme, Glück. Glückhaken, Haltbarkeit, Bohne, Holzgelder, mehrfach. Reparaturische Schärfe, Schranken, nicht mehr Schutz. Schon Kraftziel. Alter, wie viel gibt es denn hier bitte? Ländliche Verbrennung, aber nicht die, die wir hier haben. Das ist doch bekloppt. Gegenstand selber, ja. Okay. Ja, das heißt, wir haben hier andere, doch andere Begriffe. Das ist ja super geil. Ja. Gut, dann suchen wir mal direkt nach Minecraft Enchantment ausbessern. Mal gucken, ob wir da was finden. Reparatur. Ist es jetzt das oder nicht? Weil das ist halt eine Übersetzung von Ausbessern oder ein Alternativbegriff. Aber eben, Ausbessern kann halt vieles bedeuten. Nutzt, wenn der Gegenstand mit der Verzauberung in der Hand gehalten und ausgerüstet wird, oder? Handhaben, das ist weiter eine Rüstung oder ein Rüstung. Reparieren gesammelte Erfahrungskugeln den Gegenstand mit einer Haltbarkeitsrate von 2 Haltbarkeit. Okay, also ist es doch das. Das heißt, wir brauchen dieses Ausbessern auf alle Sachen, die wir haben. Alles. Vor allem ist die Frage, mal kurz, reparieren gesammelte Erfahrungskugeln den Gegenstand mit einer Haltbarkeitsrate von 2 Haltbarkeiten pro Erfahrungspunkte. Anstatt die Erfahrungspunkte zur Gesamterfahrung des Spielers hinzuzurechnen. Wenn mehrere, genau, hier, jetzt ist nämlich das Spannende. Wenn mehrere Gegenstände die Verzauberung haben, wird für jeden gesammelten Erfahrungspunkte zufällig einer ausgewählt. Schade, ich dachte, der bekommt quasi alle automatisch 2. Okay, die werden also zwischen denen nicht geshared, also nicht gemirrored, sondern gestriped. Das ist natürlich schade. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir nicht so viele Werkzeuge haben, dass denn im Durchschnitt jeder denn doch zu wenig hat oder doch irgendwann abstirbt. Versteht ihr, wie ich meine? Also, weil man merkt ja bei dem Schwert zum Beispiel, wir bekommen, oh, wir sollten bei Ingame bei so schlafen gehen, sonst kommen gleich böse Monster und machen uns böse. Wenn wir nämlich quasi zu viele haben, also bei dem Schwert ist es so, dass wenn wir die Erfahrungspunkte bekommen, dann reicht es nicht nur dafür aus, dieses Schwert zu reparieren, sondern es sind quasi einfach viel zu viele Punkte. Es wird also was verschwendet. Sprich, also, wenn wir zwei Werkzeuge hätten, würde es vielleicht ausreichen, um beide auf voll repariert zu halten. Wenn jetzt aber drei dazu, also noch ein drittes dazu kommt, kann es sein, dass es dafür schon zu wenig ist und dann quasi alle drei Stück für Stück so abgenutzt werden, dass sie irgendwann halt kaputt sind. Das heißt, man muss gucken, bis wie viele man haben kann, ohne dass sie halt dabei kaputt gehen. Was wahrscheinlich auch noch unterschiedlich ist, weil es ja darauf ankommt, wie viele Erfahrungspunkte man bekommt. Eben, hier, das, was hier zum Beispiel steht, ne? Dass halt unterschiedliche Erfahrungspunkte für Sachen gibt.
Deswegen, da muss man dann gucken, wie es denn. Es ist ja, wichtig ist ja, dass es im Durchschnitt reicht. Wenn es mal zu wenig bekommt, ist ja egal, geht ja nicht direkt kaputt. Aber es muss halt im Durchschnitt genug bekommen, dass es halt nicht runtergeht. Da ist halt die Frage, ob man das hinbekommt. So, okay, das ist also Reparatur. Aber es ist andere: Ausbessern, Haltbarkeit, Schärfe, Effizienz, Sorgfalt. Sorgfalt. Enchanting, Enchanting, Enchanting. Na gut, hier gibt es bei Google überhaupt keinen Treffer. Scheiß die Wand dann. Hier ist auch wieder Sorgfalt, hier ist auch wieder Sorgfalt. Okay, von Sorgfalt haben wir relativ viele. Alter, fast alle haben wir hier Sorgfalt. Holy shit. Genau, Schrecken der Gliederfüßer, das war's noch. Schrecken der Gliederfüßer. Ist das? Ja. Gliederfüß. Oh, ohne L? Nee, mit L. Sag ich doch. Ha. Blöder Google. Nein, da ist ein L mit bei. Guckst du da? L, L, L. Nemesis der Gliederfüßler, Minecraft-Wiki. Das kann sogar das sein. So, die Verzauberung Nemesis der Gliederfüßler erhöht den Schaden gegen. Okay. Weil ich hatte gedacht, dass mit Gliederfüßer einfach quasi ein Witz gemeint ist und dass das Ding quasi einfach Schutz bei den Dingern hier aushebt. Also, dass wenn man jetzt einen Gegner hat bei Multiplayer und der Gegner hier und hier quasi Schutz drauf hat, dass man ihn nicht umbringen kann, weil man halt keinen Schaden mehr macht. Also hier Protection, ne? Dass damit dann ausgehebelt wird. Aber nee, das ist halt nicht bei Gegnern, bin PvP, sondern einfach nur für Spinnen. Silberfischen, Bienen und Endermieten. Was war, ey, was ist eine Endermiete? Oh, noch nicht gesehen. Cool. Ja, okay. Gut, das heißt, das hätten wir geklärt. Sorgfalt haben wir überhaupt keine Ahnung, was das ist. Wäre es natürlich geil, wenn es sowas vielleicht. Mal kurz. Mein Klon Enchantments. Schrecken der Glieder. Mal gucken, ich mach mal hier. Vielleicht finden wir so direkt was. Nee. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich glaube mal, so werden wir nichts finden. Ja, nee. Da werden wir also nichts Brauchbares finden. Von daher, ja. Schade. Weitere Vollbild. Und hier bitte wieder in den sogenannten Leck mich am Arsch-Modus. Wow. Jetzt findet ihr natürlich mein Test nicht mehr wieder. Klaro. Das Fenster ist ja hier nur ganz groß zu sehen. Guck mal. Gut, warte mal kurz. Wenn ich jetzt hier aus dem Vollbild wieder rausgehe. Findet ihr dann meinen Test wieder? Nö, dann findet ihr meinen Test nicht. Es ist ja jetzt auch ein völlig anderes Fenster als gerade vor 3 Sekunden, ne? Meine Fresse. So, Fenster. Mein Test. Eigenschaften. Und mein Test. Danke. So schwer? Ernsthaft? Dieses OBS, ne? Das bringt mir nur mal an den Rand des Wahnsinns, du. Das sag ich euch. So, haben sich mittlerweile einige Tiere angesammelt. Zum Glück keine Monster. Geil. Das ist eine Kuh. Kühe nehmen wir mal gerne mit, weil da haben wir noch kaum Fleisch von. Und. Okay, haben wir überhaupt Platz dafür? Nee, irgendwann haben wir keinen Platz mehr. Wir haben rohes Hammelfleisch und wir haben rohes Schweinefleisch. Also. Beef haben wir zwar. Aber für. Ich dachte gerade, die Kuh hat harte Dinger rumgezogen. Sah gerade so ganz komisch aus. Ja, okay. Das heißt, wir werden uns denn, na gut, die Folge jetzt hier noch was zu machen, es lohnt sich halt nicht wirklich. In der nächsten Folge und damit dann irgendwann mal später, werden wir denn in die Richtung den Heimweg antreten. Ich hoffe, ich denke dran. Aber ich glaube mal, spätestens wenn ich sehe, wie überladen wir sind, werde ich dran denken. Vielleicht. Wenn nicht.
Wenn wir jetzt irgendwas anderes machen. Whatever. Ja, genau. Das so viel dazu. Von daher geht es ja nächste Woche wieder mit ETS weiter. Oder mit ATS. Doch, mit ETS, genau. Erst ETS, dann ATS, dann Mindtest. Ich bin noch am überlegen, ob ich das ein bisschen anders mache, dass ich, jetzt aktuell habe ich ja quasi immer ETS, ATS, Mindtest, ETS, ATS, Mindtest, bla bla bla. Und dass ich das nicht vielleicht doch so YUYV-Style mache, also quasi ETS, Mindtest, ATS, Mindtest, ETS, Mindtest, ATS, Mindtest. Also das Mindtest quasi zweimal immer. Ne, also alle zwei, also Wochen. Also ist ja nicht Wochen, ist ja... Ihr wisst, rankommt. So, also. Ja. Gut, das gesagt dazu. Dann habe ich, holy shit, ich habe heute 40 GB aufgenommen. Oh. Gestern waren es plus 20, oder? Ja. Die 8 Folgen, die ich gestern gemacht habe, waren gerade mal 23 GB. Und heute waren es 40 GB. Na gut, wahrscheinlich, weil wir in den letzten Folgen sehr viel gelaufen sind. Ja, allein die letzte Folge sind 6 GB. Die Folge davor 4 GB. Eieiei. Eieiei. Das wird schon wieder eine Upload-Zeit. Mal schauen, ob ich das alles rechtzeitig schaffe. Oder ob ein paar Folgen etwas verzögert rauskommen. Ich meine, ein bisschen Puffer habe ich noch. Aber, wie gesagt, bei meinem Internet weiß man es nie. Gut. Für den Fall, bis irgendwann.